Ja.
wunderschönen Mittwochabend wünsche ich Ihnen hier aus der Bullenarena in Salzburg, wo heute das Cup-Viertelfinale zwischen Red Bull Salzburg und SK Austria Klagenfurt über die Bühne geht. Sie sehen schon in unserer Totale eingeblendet, das Stadion ist heute sehr, sehr spärlich besucht. Das liegt mitunter auch an den sehr, sehr kühlen Temperaturen. Wir haben jetzt, das Handy schauen, minus 9 Grad aktuell in Salzburg. Das wird dann noch bis zu minus 11 Grad wahrscheinlich im Laufe des Spiels nach unten gehen. Wir sind die mitgereisten Fans aus Klagenfurt. Da haben sich rund 100 angekündigt. Mit zwei Bussen sind sie gekommen. Die habe ich vorher gesehen, wie sie hier ins Stadion Areal eingefahren sind. Die Salzburger sind ja die Cup-Mannschaft schlechthin in den letzten Jahren. Sie sind mittlerweile seit unglaublichen 27 Spielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage für die Salzburg im Cup gab es 2013. Danach, nämlich 2014, 15, 16 und 17, haben sie den Cup jeweils gewonnen. Das haben sie natürlich auch in dieser Saison wieder vor und dementsprechend geht hier Trainer Marco Rose auch keine Experimente bei der Aufstellung ein. Wir sehen schon die beiden Mannschaften im Kabinengang. Die Salzburger in Weiß-Rot und die Gäste aus Klagenfurt in ihren Vereinsfarben in Violett und Weiß. Und die kommen jetzt auch hier aufs Feld und sehen dann oder spüren dann besser gesagt diese ja fast schon Geisterspiel-Atmosphäre. Man hat gerechnet mit ungefähr 2000 Zuschauern. Ich glaube nicht mal die sind es ganz geworden. Also die Tribüne, die Sie von unserer Kamera aus gefilmt sehen, die ist komplett leer. Die gegenüberliegende Längsseite unter mir, also auf der anderen Seite, da sitzen schon einige Fans und auch im Fansektor der Salzburger haben sich einige geführt. Also ich nehme mal an, so rund 1.500 Zuschauer werden es hier wohl sein. Die Aufstellungen der beiden Mannschaften, Salzburg heute im Tor mit Zizan Stankovic, das ist also die einzige wirklich namhafte Änderung, der ersetzt heute Stammkeeper Walke. Davor in der Verteidigung spielt man mit Dusche Zaleta-Kar und Jerome Onguene in der Innenverteidigung. Rechts außen, wie gewohnt, Stefan Leiner, links Patrick Farkas, das Mittelfeld mit Haidara, Schlager, Minamino und Leitgeber und vorne die beiden Spitzen Wolf und Hechang Wang. Also da gelten, wie gesagt, keine Experimente ein. Die beiden Kapitäne und da sehen wir bei Salzburg dann doch eine zweite Überraschung und das ist Christoph Leitgeber, der darf hier wieder mal mitspielen und das gleich als Kapitän. Sein Gegenüber Sandro Zaccani, das ist der Kapitän von Austria Klagenfurt. Die spielen im Tor mit dem routinierten Slowenen Can Belko. Der hat lange in der ersten Liga Sloweniens gespielt. Davor könnte das von der Aufstellung her durchaus eine Fünferabwehr werden. Das werden wir dann im Laufe des Spieles für Sie beobachten. Die Klagenfurter spüren sich hier noch ein und ich darf Ihnen noch kurz die Spieler durchgeben. Wir hätten Soldo, Daniel Mayer, Florian Jaritz, Tadej Zagaknes, Sandro Zaccani, Denis Halilovic, Julian Salentinik, Philipp Hütter, Josef Junior Asante und Thomas Hirschhofer. Also durchaus einige bekannte Namen, die schon Bundesliga gespielt haben, wie eben Zaccani oder auch Hirschhofer oder auch Philipp Hütter, der ja bei Sturm und Klagenfurt schon Bundesliga-Erfahrung sammeln konnte. Zuletzt war er in der ersten Liga für Wiener Neustadt noch tätig. Die Klagenfurter, die hatten eigentlich keine leichte Auslosung gehabt. Die haben bisher schon drei Profimannschaften rausgeworfen. In der ersten Runde haben sie sich knapp zu Hause gegen den SKN St. Pölten durchgesetzt mit 2-2-1 und danach feierten sie doch recht klare Siege, muss man sagen, gegen Kapfenberg mit einem 3-0 und gegen Wacker Innsbruck mit einem 4-2. Also gegen die beiden Erstliga-Clubs konnten sie sich zu Hause durchsetzen. Jetzt müssen sie allerdings auswärts antreten und das Spiel läuft. Anschluss der Salzburger. Die
Spielen zurück. Denn ab diesem Viertelfinale zählt ja nicht mehr das automatische Heimrecht für die Amateurvereine und somit müssen sie hier auswärts antreten. Anguene mit dem Querpass in der Verteidigung. Kommt den Ball jetzt von Haidara zurück. Und bei den Klagenfurtern formiert sich das vorerst mal als ein 4-4-2. Also doch sehr durchaus mutig aufgestellt von Trainer Franz Bollands. Aber wird dann wohl hier ein 4-5-1 sein. Ich glaube nicht, dass Jaritz da Spitze vorne mitbleibt. Ich denke, Hirschhofer wird die Solo-Spitze geben. Da rechts im Mittelfeld sehen wir Daniel Mayer. Jetzt wieder Meier am Ball. Schlager, Leiner und zurück zu Stankovic. Schon die ersten Probleme bei den Klagenfurtern. Das war jetzt Philipp Hütter mit einem Ballverlust, verursacht durch das enorme Pressing, dieses aggressive Anlaufen der Salzburger. Diese letzte Niederlage, die ich Ihnen vorhin gesagt habe, 2013 im Mai war das damals, das war übrigens auch gegen einen Regionalliga-Verein. Sie erinnern sich sicherlich an diesen Sensationslauf des FC Pasching, der damals ja auch den Cup gewinnen konnte. Und da haben sie eben hier im Halbfinale auch die Salzburger geschlagen. Jetzt kommen sie, die Salzburger, über Leitgeb, aber das Zuspiel ist etwas zu ungenau. Landet im Tor aus, da muss auch Zan Pelko nicht mehr eingreifen. Da sehen wir ihn. Torhüter und da war kurz der kleine, aber feine Fansektor der Bullen im Bild. Ja, die beiden Fansektoren, kann man sagen, sind heute fast gleich groß, also das dürften auch nicht viel mehr als 100 sein, die sich da sehr zentral hinter dem Tor von Stankovic versammelt haben. Seit Farkas, also viel Ballbesitz natürlich für die Salzburger in dieser Anfangsphase. Davon musste man natürlich ausgehen. Das war hier erstmals Junior Asante. Mit einer guten Klärung. Der junge Mann aus Ghana hat man sich im Sommer geholt und jetzt geht es links nach vorne über Zagaknes. Zusammenspiel mit Salendinik, aber da ist dann auch schon bald Endstation. Trotzdem sehr, sehr mutig, wie sich hier die Klagenfurter in der Anfangsphase präsentieren. Vielleicht auch schon bemerkt, die Kärntner spielen ohne Hauptsponsor auf der Brust. Da gab es ja immer wieder finanzielle Schwierigkeiten in den letzten Jahren. Und nach einigen Konkursen und fast Pleiten konnte man zwar den Verein noch am Leben erhalten, aber es ist natürlich sehr, sehr schwierig aktuell in der Kärntner Landeshauptstadt hier wieder einen herzeigbaren, wenn Sie so wollen, Profi-Club auf die Beine zu stellen. Das wird wohl noch einige Jahre dauern, aber Präsident Peter Svetic ist da sehr, sehr umtriebig. Und wie man auch sieht an der Mannschaft, schafft er es immer wieder, einen starken Kader zusammenzustellen.
der Liga läuft es übrigens für die Klagenfurter überhaupt nicht nach Wunsch. Dort liegen sie nur auf dem 8. Platz. Da hat man sich auch einiges mehr erwartet, denn es steigen ja heuer mindestens 2 aus der Regionalliga Mitte in diese neu geschaffene erste Liga auf. Und da ist man doch schon ein wenig im Hintertreffen. Und das wäre das eigentliche Ziel des Clubs gewesen, aber so hat man halt hier im Cup bisher für Furore gesorgt. Ah, schöner Pass von Farkas, aber noch abgefangen von Halilovic. Haidara durchgesteckt und die Riesenmöglichkeit für Schlager. Aber der bleibt hier an Pelko hängen und es war ohnehin eine Abseitsposition angezeigt von Assistent Andreas Staudinger. Auf der anderen Seite ist der Schiedsrichterassistent Arnel Beganovic und der Hauptschiedsrichter heute, den bin ich Ihnen auch noch schuldig, das ist Andreas Heiß. Der vierte Offizielle ist Walter Altmann. Wir sehen nochmal diese Szene. Leitgeb hier bekommt den Ball nochmal und dann Haidara versucht hier Hichan Wang einzusetzen, aber der war dann eben einen Schritt zu weit vorne. Asante im Zusammenspiel mit Halilovic. Und da hat man jetzt schon gesehen, auch wenn das jetzt nicht funktioniert hat, aber das könnte ein Mittel sein, hier den großgewachsenen Tomasz Hirschhofer vorne anzuspielen. Da sehen wir ihn. Profikarriere schon hinter sich, unter anderem für Kapfenberg, Wacker Innsbruck und den FAC schon gespielt. Jetzt mal etwas Platz für Wang auf der Seite. Und dann gleich gut aufgepasst von Philipp Hütter. Einstellung. Diesmal von Leitgeb. Hirschhofer, das habe ich vorhin gemeint, da kann er den Ball natürlich mit seinem robusten Körper gut abdecken und dann auch schön verteilen. Zakani, Flanke kommt in die Mitte, aber findet keinen Abnehmer, war dann auch ein Stürmerfoul mit dabei. Ich glaube, das war jetzt Jaritz. Zu sehr die Arme im Strafraum zu Hilfe genommen hat. Also da sehen wir Trainer Marco Rose, erstmals am Rande seiner Coachingzone. Dem wäre es natürlich auch recht, wenn hier seine Mannschaft schon in der Anfangsphase für klare Verhältnisse sorgen könnte. Dann können sich die Klagenfurter wieder mit vereinten Kräften befreien. Und dann war es wieder Hirschhofer und Zakani mit der Übersicht auf links hinaus. Tadej Cagaknes
wieder Zaccani. Über einige Stationen gut laufen lassen und dann doch der Fehlpass von Denis Halilovic. Ganz interessanter Mann übrigens. Er ist jetzt im Winter verpflichtet worden. Der hat schon in unzähligen Profiligen gespielt. Der Slowene, einerseits natürlich in seiner Heimat. Zeitstellung, also kann ich das schnell fertig erzählen. Also einerseits natürlich in seiner Heimat, bei Velenje unter anderem. Dann war er in Russland. Von Russland ist er verliehen worden nach Holland, in die Ehrendivise. Und dann hat er auch schon in Japan gespielt für Yokohama. Ein kurzes Gastspiel in der Ukraine, war auch mit dabei. Also ein richtiger Weltenbummler, der hier jetzt also sich das violette Trikot über Streifen hat lassen, beziehungsweise es natürlich gerne auch trägt. Und diese Atmosphäre mit einem riesigen Stadion, das fast leer ist, das sind die Klagenfurter ja gewohnt, denn die spielen ja im, sagen zumindest viele, schönsten Stadion Österreichs. Und da spielen sie natürlich in der Regionalliga auch immer so vor 500 bis vielleicht 1000 Zuschauern. Also sie müssten diese Atmosphäre eigentlich gewohnt sein. Schlager jetzt mit der Spielübersicht, aber dann findet er Farkas nicht. Ah, Fehler von Asante, da kann sich Farkas den Ball zurückholen. Und Farkas schießt und da ist das 1:0. Schöner Treffer von Patrick Farkas, nutzt diesen Fehler von Josef Junior Asante und trifft mit einem Kunstschuss, wenn Sie so wollen, aus knapp 25 Metern genau ins Kreuzeck. Sehr schöner Treffer hier von Farkas in der 13. Minute, also mit dem 1:0 für den Favoriten. Schöner Treffer. Sehen wir nochmal in der Wiederholung, während das Spiel schon wieder abgepfiffen ist. Jetzt läuft das Spiel übrigens auch noch. Dort führt Sturm derzeit gegen den SV Wien Passing aus der Burgenlandliga mit 3:0. Und das Spiel ist dann auch schon in 2 Minuten vorbei. Also Sturm Graz wird ins Halbfinale des Cups aufsteigen. Dort wollen ja auch die Salzburger hin. Die kommen jetzt wieder über Minamino. Leitgeb. Hier wird jetzt auch Stefan Leiner mit eingebunden, dann geht es wieder hinaus zu Leitgeb. Minamino bleibt zunächst hängen, aber es könnte noch die Schussmöglichkeit geben, die gibt es auch, aber Pelko mit dem Save gegen Hannes Wolf. Schlager. Minamino, Wang und Wang mit dem 2:0. Wir werfen einen Blick hinaus zum Assistenten. Ja, der Treffer zählt. Keine Abseitsposition von Hechan Wang. Und somit schon früh hier das 2:0 für die Salzburger in der 15. Minute. Doppelschlag des Favoriten, des Titelverteidigers im Cup. Wir sehen hier nochmal Schlager. Minamino weitergeleitet auf Wang und dann ist es natürlich kein Abseits, denn Wang legt sich den Ball ja auch selbst vor. Minuten,
er dann dem Torhüter keine Chance und somit das 2:0 und eine frühe, ja vielleicht sogar natürlich schon Vorentscheidung in diesem Spiel. Die Salzburger wollen also auch ins Halbfinale aufsteigen. Bereits im Halbfinale ist Hartberg, sondern der SV Mattersburg, die haben die Hartberger mit 4:1 geschlagen gestern. Und heute wird eben Sturm jetzt in Kürze feststehen als zweiter Halbfinalteilnehmer. Und dann gibt es am Abend noch das Spiel zwischen Rapid und der SV Ried. Und da merkt man schon, also die Bundesligisten haben sich in diesem ÖFB Cup eigentlich nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Gerade mal 4 haben es ins Viertelfinale geschafft. Nämlich eben Mattersburg, Salzburg, Sturm Graz und Rapid. Aufgabe für die Austria Klagenfurt wird, das haben sie natürlich auch schon selbst gewusst bei der Auslosung. Natürlich einerseits eben das Auswärtsspiel bei der, kann man wohl so sagen, mit Abstand besten Mannschaft in Österreich, das als Regionalliga-Club, und andererseits natürlich hat man auch keine Spielpraxis, denn während die Salzburger ja schon voll im Spielbetrieb sind, seit einem Monat, mit vielen Spielen in der Bundesliga und auch im Europacup, ist das erste Pflichtspiel 2018 für Austria Klagenfurt. Die Regionalliga Mitte startet für sie ja erst am 9. März. Dort dann mit dem Heimspiel gegen den SV Allerheiligen. Abläufe noch nicht stimmen. Einige Male hat man es gesehen bei zum Beispiel eben Halilovic, der noch kein Pflichtspiel bestritten hat für die Mannschaft. Ein Foulspiel von Asante. Vielversprechende Distanz jetzt, und da sieht man schon einen großen Kriegsrat bei den Salzburgern. Viele wollen hier diesen Freistoß ausführen. Am Ende wird sich jetzt das Ganze wohl zwischen Wolf und Haidara entscheiden. Haidara macht's und zu zentral aufs Tor für Pelko. Das Spiel in Graz ist übrigens mittlerweile beendet. SK Sturm steigt mit einem 3:0 gegen den Verein aus der Burgenlandliga, den SV Wien Passing, auf
ins Cup-Halbfinale. Die Torschützen für die Grazer waren Jantscher, Peter Schul und den zeige ich Ihnen auch noch schnell, das war Philipp Husbeck, während hier die Klagenfurter einen Angriff über die linke Seite lancieren wollten. Das Ganze endet aber im Seitenaus und zum Einwurf für die Salzburg. Nächster Ballgewinn durch Minamino. Wolf und Haidara laufen mit. Wolf bekommt den Ball. Und der versucht dann auch weiter zu spielen auf Haidara, gelingt ihm jetzt aber nicht und dann das Offensivfoul von Hannes Wolf. An Philipp Hütter. Hannes Wolf bleibt wieder hängen. Er bekommt hier heute wieder eine Chance, sich zu beweisen. Der eigentliche Einzelstürmer Jonas Dabur bekommt heute eine Pause. Und auch Fredrik Gulbrandsen, der seinerseits der erfolgreichste Torschütze im Cup ist. Salzburger ist in der Anfangsformation zumindest nicht vorbei, der sitzt aber auf der Bank bei den Bullen. Ebenso wie Bongracic, Pazondaka und Inok Nuepu. Währenddessen hier das 3:0 fällt, Haidara mit dem Tänzchen im Strafraum, 3:0 schon in der 24. Minute. Ja, und spätestens jetzt muss man natürlich von einer großen Vorentscheidung sprechen. Also das wäre jetzt wirklich schon ein riesiges Fußballwunder, wenn sich hier die Klagenfurter daraus nochmals befreien könnten. Jetzt hier nochmal diesen schönen Wechselpass von Leitgeb. Schnippelt ihn da hinein und da enteilt er der Abwehr. Amadou Haidara. Schiebt ein zum 3:0 das Ganze in der 24. Minute. Standardsituation für die Gäste. Kapitän Zakani tritt den Freistoß in die Mitte. Und da ist auch die Möglichkeit für Hirschhofer. Aber der scheitert hier aus kurzer Distanz. Versucht hier den Flugkopfball, den hätte er wohl am besten mit dem Fuß nehmen können, denn da war er komplett ungestört. Da war er wohl selbst etwas überrascht, wie frei er hier zum Abschluss kommt.
danach dann das Foul an Christoph Leitgeb. Er hätte es gerne nochmal die Chance gesehen in einer Wiederholung, aber vielleicht können wir das dann später nachreichen. Aber auf alle Fälle war das die erste dicke Möglichkeit für Austria Klagenfurt in der 25. Minute durch Thomas Hirschhofer. Doppelpass mit Minamino und dann geht es über Leitgeb weiter. Leitgeb wieder schön hinausgeschnippelt auf Hannes Wolf. Jetzt für Asante. Aber der etwas verunglückte Pass bringt da seine Mitspieler in Verlegenheit und leitet somit einen Gegenangriff der Salzburger ein, der in diesem Fall jetzt nicht zum Erfolg führt. Buene vor Hirschhofer. Schöner Hackentrick hier von Haidara. Aber dann das Zuspiel von Farkas wird abgeblockt. Müssen die Salzburger neu aufbauen. Dazu kommen sie gar nicht, denn es gibt jetzt einen Wurf für Austria Klagenfurt. Soldau wird hier zu Boden gerissen, hat er zunächst eigentlich fein gemacht. Zwei Gegenspieler austanzen lassen und damit wieder ruhender Ball für Zakani. Und das haben sie jetzt unnötig verkompliziert, die Klagenfurter. Und das gibt die nächste Riesenchance für die Salzburger über Hannes Wolf. Wolf schon im Strafraum. Oh, schließt ab, aber da fehlt dann doch gut 1,5 Meter. War wohl noch leicht abgefälscht, dieser Schussversuch. Somit gibt's die Ecke. Ja, da war Asante noch dazwischen. Thank you.
Zeit gebe mit der Ecke. Das ist die Schussmöglichkeit für Schlager. Gibt die nächste Ecke, diesmal von der anderen Seite. Leitgeb und Wolf, die beiden Steirer im Bullendress. Wir kommen jetzt hier gleich noch eine Möglichkeit. Das ist jetzt die dritte Ecke hintereinander. Haidara, Minamino, wieder Haidara mit dem Schuss. Na pardon, das war Anguene. Nächste Abschlussmöglichkeit. Wang. Auf Haidara. Ja, richtiges Ping-Pong jetzt im Klagenfurter Strafraum. Das ist Hannes Wolf, der vertrippelt sich ein wenig, holt sich aber das Leder zurück und bringt aber dann die Hereingabe nicht an den Mann. Und jetzt können sich dann die Klagenfurter befreien über die rechte Seite. Aber vorne nur Hirschhofer in Position. Also Daniel Mayer etwas verzögern und da verliert er dann schlussendlich auch gegen drei Gegenspieler das Leder. Jetzt kommt Leitgeb. Ja, gedacht für Wang, kam aber nicht durch. Riesenmöglichkeit gesehen. Den Lattenschuss von Haidara. Und jetzt Platz für Minamino. Minamino rechts Wang. Da kommt auch den Ball. Aber dann wird er abgelaufen. Von Philipp Hütter. Da sehen wir es nochmal. Feines Tackling hier von Philipp Hütter. Leiner auf Schlager. Das macht auch Minamino mit dem Spielaufbau. Wolf mit dem Abschluss.
aber im Nachfassen hat hier Zambelko den Ball fest in der Hand. Stankovic kann wieder mitspielen. Einmal wurde er gebraucht bisher in diesen 35 Minuten und da war er auch auf dem Posten bei diesem Kopfball aus kurzer Distanz von Hirschhofer, konnte er einen Gegentreffer verhindern. Und das 4:0. He Changwang mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend. 4:0 also in der 37. Minute durch He Changwang. Flachschuss aus knapp 15 Metern. Sind da natürlich auch schon erste Auflösungserscheinungen in der Klagenfurter Hintermannschaft, auch wenn man natürlich realistischerweise hier wirklich fast keine Chance hatte, werden sie wohl geträumt haben in den letzten Tagen und Nächten von einer weiteren Sensation. Ist ja eigentlich schon das Erreichen des Viertelfinales hier eine Überraschung, ist ja der einzige Regionalliga-Verein aus der Klagenfurt, der es ins Viertelfinale geschafft hat. Die noch größere Überraschung war natürlich Wien Passing, die kommen aus der Burgenlandliga. Und da hätte man sich natürlich wahrscheinlich aus Sicht der Klagenfurter dann auch ein Heimspiel gewünscht. Das Wunschlos war natürlich Sturm Graz, da hätte man dann mit vielen mitreisenden Fans rechnen dürfen. Das hätte dann auch was für die klamme Vereinskasse gebracht. Ballgewinn jetzt von Zaga Knes hinaus auf Jaritz. Da ist wieder Hirschhofer, nächster Kopfball und zweite Bewährungsprobe für Stankovic. Die war jetzt nicht allzu schwierig, zugegeben, aber auch die hat er mit Bravour gemeistert. Wir sehen die Szene nochmals. Mit natürlich eine Pflichtaufgabe für Stankovic, hier diesen Ball zu halten. Foulspiel mittlerweile von Asante, wieder mal gegen Wolf. Der führt den Freistoß schnell aus. Haidara, Weitschuss abgeblockt. Nächste Möglichkeit. Aber auch dieser Schuss von Leitgeben verfehlt das Ziel deutlich. Da wird ja schon gerätselt, wo die Reise im Sommer hingehen wird. Die Spatzen pfeifen es schon aus von den Dächern, dass seine Zeit in Salzburg sich dem Ende zuneigt. Da kommen ja immer wieder Gerüchte über eine Heimkehr zu Sturm Graz. Wenngleich sollte der große Traum vom Sieg in der Europa League wirklich gelingen, dann wäre ja erstmals der Einzug in die Champions League Gruppenphase fix, denn die bekommt man als Sieger der Europa League. Und dann, nehme ich mal an, wird Christoph Leitgeb alles daran setzen, hier noch ein Jahr dran zu hängen. Aber das ist noch Zukunftsmusik, jetzt muss dann erstmal Dortmund geschlagen werden. Aber den Salzburgern ist es, und das muss man wirklich sagen, in der aktuellen Form durchaus zuzutrauen,
wirklich starke Auftritte waren das bisher in der Bundesliga im Jahr 2018 und auch in der Europa League gegen Real Sociedad. Hier mittlerweile eine Abseitsstellung von Hannes Wolf, angezeigt wieder von Andreas Staudinger. Da sehen wir ihn, beide Assistenten, dick eingepackt natürlich mit langer Unterhose. Handschuhe sind mit dabei, auch eine schwarze Mütze. Der einzige, der im Parteiischen, der hier mit kurzer Hose unterwegs ist, das ist Schiedsrichter Andreas Heiß. Adara, Minamino, Wolf und dann ist wieder Endstation. Seite zu Farkas. Zusammenspiel mit Hannes Wolf. Flanke kommt auch an bei He Chang Wang. Der legt dann nochmals ab für Wolf. Wolf zieht ab und verfehlt aber das Tor. Dann doch um 2-3 Meter. Sommer war noch der Shootingstar bei den Salzburgern, aber im Jahr 2018 läuft es noch nicht nach Wunsch für den Jungspund. Hat natürlich auch große Konkurrenz im Sturm bei den Salzburgern mit Männern wie Dabur, He Chang Wang. Da muss man natürlich erstmal vorbeikommen. Da gibt es ja auch noch Wohlbratzen. Also wirklich vor allem in der Offensive mit sehr, sehr viel Qualität bestückt, die Salzburger. Foulspiel von Haidara. Na, 2 Minuten geht es noch in der ersten Halbzeit. Glaube nicht, dass hier Schiedsrichter Heiß viel Grund gesehen hat, um noch nachzuspielen in dieser ersten Halbzeit. Jetzt wieder schwerer Fehler, beinahe, von Philipp Hütter. Gibt die Möglichkeit für Haidara. Haidara mit dem Tänzchen und dann gibt es zumindest einen Eckball für die Salzburger. Da ärgert er sich jetzt natürlich, Amadou Haidara. Er wollte unbedingt seinen zweiten Treffer erzielen. Es wären aber auch noch 2 Mitspieler mitgelaufen. Hätte sich vielleicht ein Zuspiel auf Wang auch angeboten. Das weiß er natürlich auch deshalb. Ärgert er sich jetzt und entschuldigt sich auch. Könnt ihr es nicht sehen, aber ich sage es Ihnen im Strafraum bei seinem Mitspieler. Ecke wieder von Leitgeb und Wolf. Leitgeb macht es in dem Fall. Soldo mit den Fäusten. Gibt aber den zweiten Ball. Vielleicht in Kürze auch den dritten. Farkas. Aber der geht direkt in die Arme des Klagenfurter Torhüters. Sehen wir jetzt vielleicht noch einen Angriff der Gäste. Jetzt kommen wir mal über die linke Seite. Jaritz, aber da bleibt er an Leiner hängen. Apropos Klagenfurt, das gebe ich Ihnen noch mit, quasi als Aufgabe, wenn Sie so wollen, für die Pause. Also im YouTube sind Sie ja schon, wenn Sie uns hier zuschauen, dann geben Sie mal ein Sandro Zaccani Kabinenparty. Dann viel Spaß mit den vielen Videos, die man da sieht. Also der Klagenfurter Kapitän ist nicht nur Leitwolf und Integrationsfigur beim Verein. Er ist auch das Firebeast
Also das können Sie sich gerne mal anschauen in der Pause. Gibt es einige lustige Videos von Feiern nach Siegen. Da mussten auch schon gerüchteweise einige Tische dran glauben, wenn der violette Siegeszug in der Kabine gefeiert hat. Hier gibt es heute für die Klagenfurter mit fast an hundertprozentiger Sicherheit nichts zu feiern, denn sie liegen schon zur Pause. Zurück 4:0 führt hier der Favorit. Zwei Tore hat He Chang Wang beigesteuert. Auch Patrick Farkasch und Amadou Haidara haben getroffen. Also schon klare Angelegenheit nach den ersten 45 Minuten. Und während jetzt die Spieler mit ihren Trainern in die Kabine gehen, um sich aufzuwärmen und für die zweite Halbzeit vorzubereiten, darf ich Sie noch auf die Statistik verweisen. Also wir sehen es hier schon, 5:2 in Sachen Torschüsse. Das ist gar nicht so klar, aber die Salzburger waren heute einfach gnadenlos effizient, wenn sie die Möglichkeit eines Tores gerochen haben. Hier das 1:0 durch Farkasch, das mit Sicherheit schönste Tor bisher. Dann He Chang Wang nur 2 Minuten später mit dem 2:0. Dann nochmals, diesmal ist Haidara 3:0 nach dem Pass von Leitgeb. Dann diese Riesenmöglichkeit von Thomas Hirschhofer. Da ist er jetzt völlig alleine und da macht das zunächst mit dem Fuß. Ich glaube, da hätte er wirklich warten können, bis der Ball herunterkommt. Und dann hätte er nur mehr einschieben brauchen. Aber das ist natürlich Kritik auf ganz hohem Niveau, denn wenn man dann die Möglichkeit sieht, muss man natürlich auch zuschlagen. Und hier dann noch das... Nein, das war nicht das 4:0, das war der Lattenkracher von Haidara. Und jetzt dann das 4:0 durch He Chang Wang. Das waren die Tore bisher. Ich darf mich auch kurz in die Pause verabschieden. Und entweder bleiben Sie hier bei uns auf dem Kanal oder wie gesagt, schauen Sie kurz nach. Sandro Zaccani Kabinenparty oder SK Austria Klagenfurt Kabinenparty. Geben Sie es ein im Suchfeld und schauen Sie sich das an, eine Videoempfehlung meinerseits. Ich bin dann rechtzeitig zu Beginn der zweiten Halbzeit wieder für Sie da und wir werden dann weiter von diesem Spiel berichten.
So, alle Interessierten in der Südwiese-Fabrike in Dortmund natürlich ganz, ganz, ganz besonders. Das ist der Topf schon in der Europa-League. Nächste Woche auch in Dortmund. Wer jetzt mit dem Zug fahren will, der hat eine ganz, ganz geringe Chance auf einen Platz im Zug nach Dortmund. Einen Plätze weisen, die sind noch zu haben. Wer es natürlich nicht schafft, thank you.
Ja, willkommen zurück jetzt auch von meiner Seite. Mein Name ist Martin Löscher und ich darf Sie auch durch diese zweite Halbzeit im Cup-Viertelfinale zwischen Red Bull Salzburg und SK Austria Klagenfurt führen. Die Klagenfurter mit dem Anstoß, die haben gewechselt, neu im Spiel ist jetzt Daniel de Souza Mendes, der Brasilianer. Das Spielfeld verlassen hat. Dann werde ich Ihnen danach reichen. Schauen wir mal auf den Angriff der Salzburger. Die haben hier bisher alles im Griff. 4:0. Durchaus schöne Treffer waren mit dabei. Vor allem das 1:0 durch Patrick Farkas war sehr sehenswert. Da ist er wieder, Farkas. Mit Schlager und He Chang Wang, der dann mit dem Fehlpass die Klagenfurter können sich befreien über Zakani. Links dann Julian Salendinik. Und ich glaube, Brosius Soldo hat das Spielfeld verlassen, der junge Mittelfeldspieler, und für ihn jetzt also de Souza Mendes neu mit dabei. Salzburger unverändert. Schlager, Leitgeb, rechts mit Leiner. Und dann die Abschlussmöglichkeit für He Chang Wang. Der Triple-Back ist ihm mal vorerst noch nicht vergönnt gewesen. Also alles samt klare Angelegenheiten bisher in diesem Unica ÖFB Cup Viertelfinale. Klare Heimsiege für Mattersburg und Sturm Graz hat es ja schon gegeben. Auch das hier wird aller Voraussicht nach, sofern kein Fußballwunder passiert, ein klarer Heimsieg für die Salzburger. Das war allesamt durch die Auslosung durchaus auch so zu erwarten, denn ausgerechnet die vier Bundesliga-Vereine hatten auch Heimrecht oder haben Heimrecht, denn die Rapidler spielen ja dann auch zu Hause gegen Ried. Jetzt gibt es dann die erste Ecke für Austria Klagenfurt, ausgeführt durch Zakani. Vielleicht geht ja mit diesen Standardmöglichkeiten etwas für den Regionalliga-Verein. Salentinik hat sie rausgeholt, Zakani führt sie aus. Ja, etwas zu hoch, zu weit für Hirschhofer. Der ist natürlich die prädestinierte Anspielstation im Strafraum. Ermahnt. Medara, Schlager, links Platz für Minamino. He Chang Wang im Zusammenspiel mit Wolf, der will wieder durchstecken, bekommt aber den Ball zurück. Leitgeb und Leiner versuchen es jetzt über die rechte Seite, aber auch da machen die Klagenfurter gut dicht. Das finale Zuspiel von Wolf findet dann keinen Abnehmer. Na, Fehlpass jetzt bei den Klagenfurtern. Wolf will wieder in die Gasse spielen für Wang. Auch diesmal kommt er nicht durch. Jaritz und Meier im Zusammenspiel. Thank you.
Abseitsposition von Minamino. Wolf bekommt dann den Ball. Über Umweg jetzt doch Wang. Dann den Rückwärtsgang antreten. Ah, Schlager durchgesteckt für Wang. Der vergisst dann quasi den Ball. Leichte technische Unzulänglichkeit, aber bei diesem Spielstand wird es ihm natürlich verziehen. Von Salzburger Seite. Es gibt jetzt dann auch durchaus die Möglichkeit für Marco Rose, mal den jungen Wilden hier eine Chance zu geben. Vielleicht Batson Dacker und Enoch Mwepu hier reinzuwerfen. Wang gedacht für Minamino, kommt nicht durch, gibt Ecke für die Salzburger. Das Wolf fühlt sich schnell aus. Da ist Leiner. Dann gibt es keinen Abschluss im Strafraum. Neuaufbau der Salzburger über Farkas. Links wäre Haidara, der bekommt den Ball auch, steht aber in Abseitsposition. Fahne von Assistent Anel Beganovic ging hier ganz schnell nach oben. Und da dürfte er auch richtig gelegen haben. Hat hier seinen Gegenspieler Wang, war das glaube ich, umarmt. Deshalb der Foulpfiff. Und Leiner zündet rechts mal den Turbo. Da in der Mitte jetzt völlig frei Wang, aber der kommt nicht durch. Etwas zu verspielt. He Chang Wang in dieser Situation. Hätte er durchaus schon vorher abziehen können. Gasse, Leitgeb spielt in die Mitte auf Wang und da ist wieder nicht sein drittes Tor. Ja, gibt's denn das? Wie viele Chancen braucht er noch, He Chang Wang? War schon seine dritte dicke Möglichkeit jetzt nach der Pause. Fein gemacht von Leitgeb. Da hat doch fast ein Meter gefehlt. Das ist schon etwas zu leichtsinnig, wie hier He Chang Wang mit den Chancen umgeht. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, bei einem Trainer wie Marco Rose, dass ihm das nicht gefällt. Dass es da durchaus
das ein oder andere laute Wort hinein ins Spielfeld gibt vom Trainer an der Seitenlinie. Minamino, Haidara wieder in Abseitsposition. Diesmal war es knapper. Könnte aber wieder richtig gewesen sein. Schade, da kommt jetzt keine Zeitlupe, aber ich nehme an, auch das dürfte wieder richtig gewesen sein. War aber knapper, wie gesagt, als zuvor. Da war es recht eindeutig. Julian Salentinik wurde da gefoult. Sein Bruder Martin Salentinik ist ja gestern schon im Cup ausgeschieden mit Hartberg. Und er wird es ihm heute gleich tun. Erstmal Zakani. Seitenverlagerung auf Asante. Also dessen Querpass kommt dann aber nicht an. Schlager für Minamino zu weit, dieser Pass, aber sie haben den Pfiff gehört, von Schiedsrichter Andreas Heiß, es gibt Freistoß, da wurde zunächst abgewartet, ob sich ein Vorteil ergibt, das hat er nicht, und so gibt es jetzt diese Standard-Situation. Torentfernung, ja, das sind knapp 25 Meter, eigentlich fast perfekt. Freistoß-Spezialisten, von denen gibt es ja einige bei den Salzburgern. Das wäre durchaus eine Distanz für Leitgeb oder auch Hannes Wolf. Der Schlager steht auch noch dabei, aber Leitgeb macht es mit der kurzen Variante, gedacht für Nguyen, aber da hat dann Asante gut aufgepasst. Zur Ecke geklärt, wollte ich sagen, aber da gab es eine Abseitsposition von von Nguyen. Ist etwas zu früh losgelaufen. Oder Leitgeb hat zu spät abgespielt. Also je nachdem, wem Sie hier die Schuld geben wollen, können Sie sich aussuchen. Jaritz, mal im Strafraum, versuchte den Hackentrick, aber da war kein Mitspieler in der Nähe. Dann geht es wieder in die andere Richtung, über Haidara. Minamino. Schlager. Eine Fleißaufgabe für Leitgeb, den Ball muss er noch erlaufen, das schafft er auch. Da gibt es den Neuaufbau aus der Abwehr mit Nguyen. Das Wolf, Leitgeb, wieder Wolf. Bleibt dann hängen an Daniel Meyer. Schöner Pass von Zakani hinaus auf Jaritz. Der hat da etwas Platz. In der Mitte aber nur Hirschhofer. Er hat sie im Rückraum versucht mit Meyer, aber da war Schlager schneller am Ball. Aber Schlager
sehen wir ihn eingeblendet, den Blondschopf. Nächste Flanke von Yariz, die landet bei Zagar Knes und das wäre es ja beinahe gewesen. Riesenabschluss jetzt der Klagenfurter. Die wollen jetzt auch eine Ecke haben, die gibt es aber nicht. Bin gespannt jetzt auf die Wiederholung. Ist Zagar Knes, da zieht er ab. Schwer zu sagen, was die Situation ist. Aber ich glaube, da war Stankovic wirklich noch dran. Aber sei es drum. Die Salzburger wechseln in der Zwischenzeit. He Chang Wang wird also keinen Triple-Back mehr schnüren heute. Er wird nämlich ausgewechselt. Und für ihn kommt mit Patson Daka eines dieser vielen, fast schon unzähligen, vielversprechenden Talente des FC Liefering. Und auch Frederik Gulbrandsen kommt neu in die Partie. Für ihn geht Takumi Minamino hinaus. Also die Asia Connection mit Wang und Minamino jetzt nicht mehr am Feld bei den Salzburgern. Dafür Patson Daka und Frederik Gulbrandsen. Klagenfurter werden jetzt mutiger, also die sieht man jetzt immer vermehrt in der gegnerischen Spielhälfte. Halbe Stunde geht es hier noch. Nach wie vor steht es 4:0. Also jetzt schon mal trotz des Spielstandes ein großes Kompliment an die Gäste aus Klagenfurt. Der Underdog lässt sich hier nicht hängen. Auch bei dem aus ihrer Sicht 0:4 nicht. Für Zakani, der hat jetzt links zwar Platz, aber vorne ist wieder mal nur Hirschhofer. Versucht Zakani selbst und bleibt hängen. Das ist jetzt Platz für Haidara. Auf der linken Seite für Farkasch. Der Haidara. Dann ein Missverständnis. Offensivfoul.
gelb. Wolf, rechts viel Platz für Leiner. Leiner will da wieder zurückspielen auf Wolf, aber da kommt er nicht ganz durch. Kann Philipp Hütter die Situation mal vorerst bereinigen. Die Salzburger bauen neu auf über Schlager. Dann auf der linken Seite mit Farkasch. Salzburg gelassen ist hier Ball und Gegner sehr gut laufen. Für sie geht es ja am Sonntag dann wieder hier zu Hause weiter in der Bundesliga gegen Rapid. Der große Schlager des kommenden Wochenendes. Steckt für Gulbrandsen und dann abgewehrt von Pelko. Schlager, Seitenverlagerung über zu Patzer und Dacker. Dacker mit dem Tänzchen. Und dann dem Fehlpass. Vorne, wie so oft jetzt eben, einsam und allein Thomas Hirschhofer. Leitgeb auf Tacker. Da ist Haidara. Haidara, Schuss abgeblockt. Nächste Möglichkeit für Schlager, ebenfalls abgeblockt, aber der Ball landet irgendwie bei Gulbrandsen. Und da ist es, 5:0 für die Salzburger. Ja, das war jetzt ein glückliches Tor aus Sicht der Salzburger. Da ist der Ball irgendwie durchgekommen zu Gulbrandsen. Der schaltet dann am schnellsten und schiebt ein zum 5:0. Bereits sein viertes Tor für die Salzburger im laufenden ÖFB Cup. Ist damit weiterhin in der Klubinternenrangliste ganz oben. Frederik Gulbrandsen aktuell ohnehin in einer ausgezeichneten Form. Hat auch am Sonntag im Spitzenspiel beim Tabellenzweiten Sturm Graz geglänzt. War dort wieder der beste Mann am Platz. Damit also 20 Minuten Verschluss hier, das 5:0 für den amtierenden Doublesieger. Das wird sie ja in diesem Jahr wieder schaffen. Das sieht es ja auch sehr gut aus, zumindest in der Liga. Steuert alles auf den nächsten Titel zu. Gulbrandsen, diesmal bleibt er hängen am dritten Gegenspieler, und zwar an Philipp Hütter. Und dann eine Abseitsposition von Jaritz. In der Zwischenzeit hat es den dritten und letzten Wechsel bei den Salzburgern gegeben. Marin Bongracic ist neu ins Spiel gekommen für Sava Schlager. In der Mitte lauert Haidara, mit der Ferse weitergespielt auf Hannes Wolf. Ein absolutes Traumtor der Salzburger. Wunderschön herausgespielt. Über die rechte Seite, Batson Dacker auf Haidara, der mit der Ferse weiter auf Wolf. Jetzt nochmals in der Wiederholung zum Genießen dieser Treffer der Roten Bullen. Herrlich herausgespielt. Das halbe Dutzend ist damit voll
die Salzburger führen mit 6:0. Können wenn die Gäste aus Klagenfurt fast schon leid tun. Aber wie gesagt, es hat heute wirklich alles, absolut alles gegen sie gesprochen. Nicht nur dieser doppelte Klassenunterschied als Regionalligaverein gegen den besten Verein Österreichs auswärts antreten zu müssen, dann auch dazu. Dies ist das erste Pflichtspiel im Jahr 2018 für die Kärntner. Jetzt haben sie vielleicht mal eine Möglichkeit. Zakani, links wäre Jaritz frei, der bekommt es auch den Ball. Jaritz im Duell mit Leiner. Florian Jaritz hinein und da ist die Möglichkeit für den Mann mit der Nummer 9, Zaga Kness. Aber da war dann schon ein Offensivfoul mit dabei, hat er leicht nachgetreten gegen Stankovic. Dem geht es zum Glück schon wieder besser. Trotzdem schön herausgespielt, diese Szene von Jaritz. Da sieht man es, da trifft er ihn sogar am Kopf. Aber das war, denke ich, keine Absicht des Slowenen. Zumindest diesen Ehrentreffer hätten sich jetzt die Gäste doch schon verdient. Sie hatten wirklich zwei sehr gute Möglichkeiten in diesem Spiel. Jetzt aber wieder die Salzburger über Taka und Wolf und 7:0. Und da gibt es jetzt schon leicht frustrierte Gesten des Torhüters Zan Pelko. Der fühlt sich hier etwas alleingelassen. Die Szene nochmals, dann hat Wolf quasi das leere Tor vor sich, nachdem hier Pelko nur abklatschen kann gegen Tucker. Das ist für die jungen Salzburger. War es eben heute die Möglichkeit, sich selbst daran zu holen. Das ist jetzt Wolf gelungen mit zwei Toren innerhalb kürzester Zeit und auch dem jungen Patson Dacker. Der ist noch gar nicht so lang am Platz und hat schon zwei Tore vorbereitet, beziehungsweise eines mit vorbereitet. Da war dann ja auch noch die Ferse von Haidara dazwischen, aber der Pass nach innen kam trotzdem von Dacker. Und auch hier jetzt geht der direkte Assist an den jungen Nachwuchsstürmer, der ansonsten in der ersten Liga beim FC Liefering zum Einsatz kommt. 7:0 ist also das Ergebnis. Nach 74 Minuten bleibt es noch abzuwarten in der letzten Viertelstunde, ob vielleicht in Klagenfurt dann doch noch der Ehrentreffer gelingt. Aber immer wenn ich davon anfange zu sprechen, kommen die Salzburger zu einer Möglichkeit. Jetzt über Farkas, links Haidara. Haidara, Querpass in die Mitte, bekommt er dann nochmal den Ball zurück. Nein, jetzt können sich die Klagenfurter befreien. Aber die Salzburger schon wieder über die linke Seite kommend. Die Gulbrandsen. Eines ist übrigens schon lustig, also ausgerechnet der Skandinavier Gulbrandsen ist der Einzige hier mit einer langen Hose bei der Heimmannschaft. Hätte man sich vorher wohl auch nicht gedacht. Also nicht, okay, Hannes Wolf hat auch eine an. Das ist mir zumindest bis jetzt noch nicht aufgefallen. Vielleicht hat er auch in der Halbzeit sich eine drüber gestülpt. Ist ja nochmal kälter geworden, man mag es kaum glauben. Hat mittlerweile schon minus 12 Grad hier in Salzburg. Also angenehm ist das wahrscheinlich nicht, jetzt hier am Feld zu stehen. Vor allem natürlich, wenn man dann 0:7 zurückliegt, wenn ich mich jetzt hier in die Köpfe der Klagenfurter versuche hineinzuversetzen. Jetzt haben sie aber vielleicht die Möglichkeit. Zakani mit dem Schuss, aber der fällt dann doch etwas zu schwach aus. Und
Und das muss man dann den Salzburgern doch schon auch hoch anrechnen, dass sie hier bei diesen sehr, sehr kalten Temperaturen trotzdem derart heiß laufen und einen Underdog aber sowas von auseinandernehmen mit 7:0. Zaidara aus auf Light Gap. Die Flanke geht wohl in die Arme des Torhüters, ja, so ist es. San Pelko wirft dann aus auf Zakani. Ja, jetzt mit der gedachten Seitenverlagerung auf rechts, aber die kommt nicht durch. Hinüber auf Leiner. Auf Leiner. Da läuft er sich fest in der Hintermannschaft der Klagenfurter. Aber zunächst mit dem Ballverlust und holt er ihn sich selbst zurück. Das links noch Faka Schmidt. Dann geht es noch vor zu Taka. Taka im Strafraum. In der Mitte wäre Kohlbranzen frei gewesen, aber den hat er zunächst nicht gesehen. Holt aber immerhin den nächsten Eckball für seine Mannschaft heraus. Und die offizielle Zuschauerzahl wurde so eben durchgegeben. 1535, da war meine Schätzung von 1500 gar nicht so weit daneben. Und das, ich bin mir jetzt nicht sicher, also ich habe keine gesicherten Daten, ich nehme schon an, dass das Negativrekord ist. Hier in der Bullen Arena bei einem Pflichtspiel von Red Bull Salzburg. Aber es liegt natürlich einerseits am für viele Salzburger Fans wahrscheinlich unattraktiven Gegner. Andererseits an diesen, ich kann es gar nicht oft genug sagen, sehr, sehr tiefen, fast schon unwirklichen Temperaturen, die wir in diesen Tagen haben. Also es sind zwar nur minus 12 Grad, aber gefühlt bei diesem leichten Wind sind das dann gefühlt die minus 16, minus 17 Grad, die man hier dann im Stadion verspürt. Jetzt gibt es noch eine Ecke für die Klagenfurter. 10 Minuten geht es noch. Die Chance lebt also noch auf einen Ehrentreffer für den Underdog. Und diesen Corner hat Daniel Meyer herausgeholt. Das ist Platz für Jaritz. Da können sich dann die Salzburger zunächst mal befreien. Da müssen die Kärntner neu aufbauen. Über Hütter. Hinüber auf Zakani, der hat etwas Platz. Aber die Flanke fällt dann zu kurz aus und geht direkt in die Arme von Stankovic.
Es gibt den nächsten Wechsel bei den Klagenfurtern. Fabian Hafner kommt neu ins Spiel. Und raus geht Daniel Mayer. Der ist hier übrigens von Salzburg aus nach Klagenfurt gewechselt, allerdings nicht von Red Bull Salzburg, sondern vom anderen violetten Verein, von Austria Salzburg. Und der hat sich hier für heute natürlich einiges vorgenommen. Und seine Freundin arbeitet übrigens für, Sie haben es erraten, Red Bull Salzburg. Also zumindest einer im Hause Mayer darf sich heute über das Ergebnis freuen, wobei er vor dem Spiel noch felsenfest davon überzeugt war, dass seine Freundin ausschließlich ihm die Daumen drücken. Jetzt kommen die Salzburger über Kohlbranzen. Kohlbranzen, rechts Tacker, links wäre Haidara völlig frei gewesen, aber hat jetzt nicht gesehen. Und somit gibt es vielleicht die Möglichkeit zu einem Konterangriff, aber kann man es ausgesprochen, ist das auch schon wieder dahin. Dieser Konterangriff. Jetzt wieder die Salzburger. Wolf hinaus auf Tacker, etwas zu weit dieser Pass. Jaritz, der fällt hier immer wieder auf in der zweiten Halbzeit mit Flankenläufen. Da ist er immer noch, Jaritz. Und dann übertreibt das etwas. Das Hilfe von Zakani. Rechts wäre Asante frei, der bekommt jetzt mit etwas Verspätung auch den Ball. Asante, da ist der Querpass, da ist Hirschhofer. Und da ist vielleicht die Nachschussmöglichkeit. Nein, das ist nicht für Zakani. Das bleibt jetzt mal etwas länger im Ballbesitz. Klagenfurt, und kaum habe ich es ausgesprochen, ist eben dieser auch schon zu Ende. Jetzt geht es in die andere Richtung. Aber auch da zu ungenau das Zuspiel gedacht für Hannes Wolf. Geht es ja noch, und Sie hören es, jetzt wacht auch die Hundertschaft in der Salzburger Fankurve wieder etwas auf. Aber auch bei den mitgereisten Klagenfurter Fans durchaus noch gute Stimmung. Die wissen das natürlich einzuschätzen, wie hier heute die Ausgangslage war. Und auch dieses 7:0 für die Salzburger ist jetzt kein überraschend hoher Sieg, denn ausgerechnet die Salzburger machen das immer wieder gerne, während andere Mannschaften gegen Regionalliga-Clubs immer wieder in Straucheln geraten, machen das die Salzburger meistens sehr deutlich, so auch heute, so auch in den vergangenen Jahren, wenn sie gegen Regionalliga-Clubs ran mussten, wie etwa zweimal in Deutschlandsberg, auch da gab es immer deutliche Siege, ich glaube 6:0 und 7:1 war das damals. Und da sieht man dann eben auch die Klasse dieser Mannschaft da. Es geht auch um den breiten Kader, da darf man sich als Spieler das eben nicht erlauben, dass man Fehler macht. Und kaum sage ich, es macht jetzt Leiner einen fürchterlichen Fehlpass, der aber nicht bestraft wird. Jetzt komme ich zurück wegen dem breiten Kader, denn die Spieler können sich hier eben quasi keine, wenn sie so wollen, Leerphasen erlauben im Spiel. Denn sie wissen genau, wenn ich ein-, zweimal schlecht spiele, dann spiele ich nicht mehr. Denn der Kader ist so breit und man kann dann auch immer wieder auffüllen mit Talenten aus oder vom FC Liefering. Und eben durch diesen Leistungsdruck, durch diesen großen und sehr, sehr dichten, leistungsstarken Kader kommen eben
kommen solche Leistungen zustande. Plus natürlich, die Qualität ist einfach in Österreich ohne jegliche Konkurrenz. Das muss man mittlerweile seit 2-3 Jahren so sagen. Das ärgert natürlich den Rest Österreichs, Salzburger Freuds. Und so hat jeder etwas davon. Aber vielleicht gelingt es ja in den nächsten Jahren mal Sturm, Rapid oder Austria etwas näher an die Salzburger heranzurücken. Sturm hat sie heuer zumindest im Herbst geschafft. Die Austria hat es vor einigen Jahren mal mit dem Meistertitel geschafft. Auch Sturm 2011. Ansonsten natürlich alles fest in rot-weißer Bullenhand in Österreich seit vielen, vielen Jahren. Und das zeigen sie auch heute wieder eindrucksvoll. Bis zur letzten Minute quasi geben sie hier Vollgas. Auch jetzt wieder Wolf für Kolbranzen. Nicht das 8:0. Konnte sich Pelko nochmal auszeichnen. Zieht ab, oh, Pelko mit einer Unsicherheit, aber die wird jetzt nicht bestraft. Schauen wir nochmal auf diesen Schuss von Haidara. Den hätte er eigentlich fangen müssen, Pelko. Gehalten, dass er hier fast unter Dauerbeschuss steht. Ganz vereinzelt, so wie jetzt, sieht er auch Angriffe seiner Mannschaft. Wobei das Wort Angriff jetzt vielleicht etwas zu früh in den Mund genommen, denn es geht gerade mal knapp über die Mittellinie nach vorne. Jetzt schon in der absoluten Schlussphase. Ich glaube nicht, dass hier allzu viel nachgespielt werden wird von Schiedsrichter Andreas Heiß. Zu klar ist natürlich der Spielstand. Und es sei nochmal gesagt, zu kalt ist es einfach im Stadion. Also auch der Schiedsrichter will wahrscheinlich in die Kabine. So ist es. Pünktlich pfeift er ab. Nach 90 Minuten hat hier genug gesehen. Großes Kompliment trotzdem an Austria Klagenfurt. Sie haben es als einziger Vertreter der drei Regionalligen ins Viertelfinale geschafft. Und da gab es dann das zu erwartende Aus beim amtierenden Meister, beim amtierenden Cupsieger Red Bull Salzburg. Die Truppe von Marco Rose hat das sehr routiniert heute heruntergespielt, hat ihre Klasse aufblitzen lassen. Doppelpacks jeweils von Hechan Wang und Hannes Wolf ebenfalls getroffen haben. Patrick Farkas, Amadou Haidara und Frederik Kolbranzen. So kommen diese 7 Treffer zustande. Ich darf mich bedanken, dass Sie mit dabei waren bei diesem Spiel. Spannend war es zugegeben nicht, dafür haben wir viele schöne Tore gesehen. Die Salzburger gehen sich jetzt noch verabschieden in ihre Fankurve. Und auch die Klagenfurter bedanken sich beim mitgereisten Anhang, werden hier noch beklatscht und sie machen nochmal richtig Stimmung, die Violetten. Fans. Knapp über 100 sind hier mitgereist in die Mozartstadt und
Ich habe schon gesagt, die wissen das schon einzuschätzen. Dementsprechend feiern sie jetzt auch mit der Mannschaft, dass man hier in dieses Viertelfinale gekommen ist. Nicht umsonst hat man ja drei Profimannschaften geschlagen. Ich kann es noch mal sagen. St. Pölten, Kapfenberg und Wacker Innsbruck ausgeschalten. Und jetzt eben Endstation im Viertelfinale. Das war's. Ich darf mich bedanken, dass Sie mit dabei waren. Und wir sehen uns dann in der nächsten Cup-Runde wieder.